Gäste bringen Scheibel erstmal aus. André Juchow mit dem ersten Schnitzer und da steht es schon 1:0. Erster Vortrag der Gäste, erster Anlauf aufs Tor und Robbe Randl, wir hatten gerade noch über ihn gesprochen mit dem 1:0. Ja, da rutscht Julia André Juchow die Scheibe aus der Fanghand. Eigentlich harmlos dieser Schuss. Und gut weitergearbeitet. Scheibe zurückgebracht in den Slot. Da steht dann Robbe Randl und macht den ersten Treffer des Abends. Erste Strafe. Harter Einschlag. Beide Arme. Die Arme beider Schiedsrichter oben. Ich kann nicht sehen, welchen Löwenspieler es da erwischt hat. Er kommt erst langsam hoch. Mathieu Toussignant steht jetzt wieder auf den Beinen. Hier sehen wir es nochmal. Direkt auf den Körper gehen. Das sieht man hier wieder. Und wieder. Diesmal Ellbogencheck. Toussignant kriegt da einen ab. Erneut eine Strafe gegen die Gäste. Mit Anlauf. Der Arm ein bisschen umgerempelt. Da über die blaue Linie. Löwen müssen komplett raus. Lewandowski. Mitchell, schön gesehen! Max Faber! Mit dem Ausgleich in Überzahl. Das ging ganz schnell, da flitzt er von hinten an. Elftes Saisontor für den Verteidiger, für Max Faber. Check da. Das tut nicht gut. Das war ein Check gegen den Kopf. Da ging der Arm hoch. Eisenmenger bleibt da liegen. Magnus Eisenmenger direkt ins Gesicht. Aber den hat er auch mit Anlauf genommen, nur hat er da leider den Kürzeren gezogen. Da läuft er links jetzt ins Bild rein. Und da will er ansetzen zum Check. Weiter 5 gegen 5 und ich glaube, das ist auch so in Ordnung. Aber es bringt halt diese, genau diese Hitzigkeit in dieses Spiel hier hinein. Da war jetzt Dalton York dran, der sich da gleich mit Zweien angefreundet hat. Und damit der nächste Löwe, ich glaube, Toussignant war es, über den Haufen gerannt. Also die beiden Teams schenken sich hier im Moment nichts. Kerele an der Bande. Also jetzt ist hier eine ganz spannende Phase. Ganz spannend, wie jetzt hier sich das Spiel entwickelt. Wie die Schiedsrichter jetzt hier auch das Spiel, das Heft in den Händen halten oder nicht. Guter Schuss hier von den Falken. Sehen zu berichten. Auf jeden Fall gibt es eine Strafe gegen Bernhard. Hier sehen wir nochmal den Stopp an der blauen Linie. Spang. Spang immer noch. Und da steht er. Leer vor dem leeren Tor. Toussignant mit dem 2:1. Fordern. Einer zu viel. Da kam Pantowski nicht mehr rüber. Elftes Saisontor für den Franco-Kanadier. Katapult! Trifft zum 3:1. Eisenmenger läuft da in die Sicht von Pantowski, der sieht gar nicht. 3:1 für die Löwen. Der hat genau gepasst.
unten ins Eck. Carter Prof legt da auf Maschinot ab, der kommt da gerade so dran und das nächste Tor, Lewandowski war es, ja, verhaltener Jubel, die Hälfte des Stadions hat es nicht gesehen, dass er drin war. Er steht da genau richtig, Lewandowski kann, muss da diesen Rebound von Pankowski verwerten. So genau das Zuspiel auf Gibson, der da ja völlig frei steht. Gut zurückgearbeitet von Lewandowski. Glück für die Falken. Und Feder bei den Löwen und der Anschluss. Das ging schnell. Ruperanta mit dem 4:2. Schön nochmal abgelegt, schön gesehen von Derek Dammann. André Juchow war da schon zu weit draußen in der Seitwärtsbewegung, kam er da nicht mehr ran und Rob Ranta mit seinem zweiten Treffer. Und das war kein guter Einschlag. Meisinger checkt da einen Heilbronner, der da mit dem Kopf in die Bande fällt. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja, er taucht da ab. Es gab keine Strafe. Zumindest wurde die angezeigt, sagen wir so. Brad Ross ist es, der Mann mit der 81. Dann steht er wieder auf, ja, das gibt wahrscheinlich einen Drumschädel. Und Brad Ross ärgert sich da, dass es keine Strafe gibt, ja. Kann ich nachvollziehen. Platz für Toussignon und Adam Mitchell steht richtig, holt den Rebound ab und es steht 5:2 für die Löwen Frankfurt. Mitchell auf Toussignon und dann wieder Mitchell ins leere Tor. 17. Saisontor für den Kapitän der Löwen. Starkes Spiel von Lewandowski. Mitchell nimmt den eigenen Rebound mit und macht jetzt hier den Sack zu. 6:2. Der Kapitän mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Aus der Drehung. Erst mit der Rückhand und dem Rücken zum Tor und dann eben den Rebound. Den eigenen Rebound verwertet. Pankowski lenkt da die Scheibe natürlich auch unglücklich in die falsche Richtung. Also Adam Mitchell direkt wieder auf den Schläger. 18. Saisontor. Völlig allein gelassen und jetzt fällt da hinten die Abwehr auseinander. Da ist schon wieder der Löwe allein im Slot. Und da geht ein Löwe zu Boden. Fischer ist es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und zurück.
Und da große Kollision. Und das gefällt den Jungs gar nicht. Wieder werden Strafen angezeigt. Und da gibt es jetzt verschiedene Keilereien heute Abend noch. Da haben sich zwei gefunden. 2+2 gefunden. Und die Löwen müssen hier ordentlich einchecken. Maginot auf der einen Seite und Hüttl auf der anderen Seite. Aber da muss der Schiedsrichter eigentlich dazwischen gehen. Wenn der Spieler am Boden ist, ist es eigentlich rund. Und Richie Gelke befreundet sich hier nochmal mit einigen Zuschauern. Leon Hüttl und Gelke, das hat sich erledigt, beide in der Kühlbox. Und da gibt es den nächsten Fight. Katapult. Aber da fliegen die Handschuhe direkt. Katapult im Nahkampf. Gegen Eberhard. Beide gehen direkt duschen. Und ja, während der Präsentator des Spielers des Tages vorgestellt wird, gibt es Operanta. Ja klar, er hat 2 Tore. Er wird Spieler des Tages. Er bekommt diese Auszeichnung. Eine Jacke gibt's. Und Ilja Andrejuchow bekommt auf Seiten der Löwen die Auszeichnungsspieler des Tages. Ah, jetzt der Handshake. Die Schiedsrichter passen da auf, aber ich glaube, man hat sich in der letzten Minute ordentlich abreagiert. Ja, Mike, heute wichtige 3 Punkte eingefahren, aber lass uns kurz über das Spiel reden. Sehr intensives, sehr aggressives Spiel auch, vor allem im ersten Drittel, aber es hat sich eigentlich durchgezogen durch das ganze Spiel. Ja. Wie hast du es auf dem Eis erlebt? Ja, wie du gesagt hast, sehr intensiv. Jeder Check wurde zu Ende gefahren. Danach gab es auch immer wieder Kleinigkeiten. Am Ende nicht nur eine Kleinigkeit, aber ja, es ist halt Eishockey, ne? Jetzt habt ihr jetzt am Wochenende 6 Punkte geholt, auch am Freitag gewonnen. Seid ihr so ein bisschen raus aus diesem, ich nenne es mal Tief, was ihr letzte Zeit hattet? Also ihr habt zwar, der Wille war euch nicht abzusprechen, aber es hat so ein bisschen immer so diese Durchschlagskraft gefehlt. Ja, ich glaube schon. Wichtige Punkte. Bringt auf jeden Fall Selbstvertrauen und das nehmen wir auf jeden Fall weiter in die nächsten Spiele. Sonntag geht schon direkt weiter, aber Kraft ist kein Thema, oder? Ja gut, es ist halt jeder zweite Tag ein Spiel. Kraft ist auf jeden Fall eine Sache, aber ich glaube mal, wir sind gut vorbereitet und ja, auf die nächsten Spiele und genau, ja. Dann guten Rutsch und viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.